Tortuga, brav und ehrlich. Ja! 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 Doch den Heinz und Fraß vor! Ja! Tortuga, hör auf! Bleib zurück! Ich erledige das allein, das wäre ja gelacht. Ja! 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 Los, Dr. Tuga! Tackel nicht lange, mach kurzen Prozess! Kein Mitleid mit diesem Verräter! Was denkt ihr? Hat er überhaupt noch ein Recht zu leben? Nein! Er muss sterben! Tut's nicht, Kapitän! Ich bin unbewaffnet! Ihr seid doch keine Mörder! Na los, steht auf, kommt hoch, kommt hoch! Oder soll ich nachhelfen? Nimm den Kopf hoch! Benimm dich gefälligst wie ein Mann! Was bist du doch für ein erbärmlicher Feigling! Du weißt doch, wie ich Sklavenhändler verachte. Ich hab dich schon ein paar Mal gewarnt, alter Freund. Ja, ich weiß, ich habe eine Schuld begangen. Seeräuberei ist eine Sache, der Handel mit Menschenfleisch etwas anderes. Du hast ganze Familien als Sklaven verkauft, sogar Frauen. Und Kinder auch. Ja, Gordon, ihr habt recht, das waren schmutzige Geschäfte. Ich werde dir das Leben schenken. Aber nur unter einer Bedingung. Ich tue alles, was ihr verlangt. Ich schwöre beim allmächtigen Gott, dass ich dir das andere Auge rausreißen werde, wenn ich dich noch ein einziges Mal beim Sklavenhandel erwische. Ich gebe euch mein Wort. Ihr habt ja nun gesehen, was das für einer ist. Wollt ihr unter seiner Flagge weiterkämpfen oder unter meiner? Unter deiner! Segeln jetzt zu meinem Stützpunkt auf der Insel Nueva Esperanza. Wer von den Männern sich mir anschließen will, der folgt mir zu den Schiffen. Ja! Wir gehen mit Gordon! Wir gehen mit Gordon! Kopf hoch, Tortuga. Einmal kommt die Stunde auch für uns. Ja, ich hoffe es.
Panzer. Endlich sind wir wieder zu Hause. Tato! Ruder nach Steuerbord! Zu Befehl, Kapitän. Noch viel hübscher geworden. Bonifacio, wie geht es dir? Was machen die Leute? Gut geht es uns. Na fein. Haben die Vorräte gereicht? Ja, Herr. Gut. Na, wie es scheint, verläuft doch so alles ordnungsgemäß, ja? Na ja, in mancher Hinsicht nicht ganz so, wie man es sich wünschen würde. Wir wollen doch gleich mal sehen, ob meine Gesetze auch während meiner Abwesenheit befolgt worden sind. Weswegen ist er angeklagt? Er schlägt seine Braut, Kapitän. So? Und wer ist die Braut? Es wird dir ja wohl bekannt sein, wie streng ich in dieser Hinsicht bin. Jawohl, Exzellenz. Na ja, und warum hast du es getan? Ich möchte es so sagen, Exzellenz, ich habe es aus Notwehr getan. Was soll ich denn nun mit dir machen? Mach doch mal einen Vorschlag. Na, also, wenn ich an eurer Stelle wäre, Signore... Das bist du aber nicht. Ja, also wir werden die Geschichte ganz einfach umdrehen. Wir werden den Mann von der Frau durchprügeln lassen. Hier. Ich übergebe dir den Gefangenen. Nein, nein, liebe Exzellenz, nein! So, nun bei den Nächsten. Er trinkt zu viel und belästigt die Mädchen. Ganz besonders ein Mädchen, nämlich meine Tochter Luana. Was hast du zu sagen, Luana? Was hatte dieser Mann getan? Der war betrunken. Auf einmal kommt er auf mich zu und packt mich so. Ich renne weg, er hinter mir her. Wir rennen beide, ich vorne, ja, und er hinterher. Ich laufe den Weg runter zum Strand. Naja, dann wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Na, also gut, ihr wart am Strand. Und dann? Er hat mich gepackt und mich geküsst. Wie oft hast du das behalten? Einmal. Ein einziges Mal. Nur einmal? Was denn dir? Ich habe ihm Fußtritte gegeben. Hast du das getan und schämst du dich dafür, Pepe? Nun ja, weil ich etwas über den Durst getrunken habe und ein wenig lustig gewesen bin, Kapitän. Deswegen schäme ich mich vielleicht. Aber ich schäme mich überhaupt nicht, weil ich das hübsche Mädchen geküsst habe. Kennst du die Gesetze dieser Insel? Bist du schuldig oder unschuldig? Es kommt drauf an. Ich bitte ganz untertänigst um Verzeihung, Kapitän. Aber es geht mir alles durcheinander im Kopf. Dürfte ich ein ganz kleines Schlückchen zu trinken haben, damit ich besser denken kann? Glaub mir, ich habe es wirklich nötig. Antworte mir, bist du schuldig oder unschuldig? Ich fühle mich allerschuldigst, Kapitän. Er kriegt 10 Peitschenhiebe. Oh. Und Bonifacio, wenn das Urteil vollstreckt ist, gib ihm ein Gläschen rum, damit es ihm nicht so wehtut. Aha, Kapitän, ihr seid wirklich ein Ehrenmann. Seid ihr wirklich... Ah, bist du denn auch mit meinem Urteil zufrieden, Luana? Ja, Signore, sehr sogar. Wunderbar. So ein unverschämter Kerl. Na, und gestunken hat er wie ein Fass rum. Mm. Und außerdem ist er der Falsche gewesen. Wieso denn der Falsche? Es gibt natürlich auch Männer, von denen würde ich mich unter Umständen küssen lassen. Es gibt einen, dem ich keine Fußtritte geben würde, wenn er mich küssen wollte. Wir wollen fortfahren, Bonifacio. Der nächste Fall ist schon etwas schwieriger. Es handelt sich nämlich um einen Diebstahl. Kapitän! Kapitän! Ja, was gibt's denn? Die Sklavenhändler sind wieder unterwegs. Ist er tot? Ja, er ist von dem Sklavenschiff geflohen. Und dabei müssen sie ihn verwundet haben. Er konnte mir nur noch sagen, dass sie auf der Fahrt nach Kuba sind. Wo kamen sie her? Er war tot, bevor ich ihn fragen konnte. Ruf die Mannschaft zusammen. Wir werden heute noch die Anker lichten. Zu Befehl, Kapitän. Gebt ihm ein christliches Begräbnis. Hier nicht rumliegen. Die Leinen da am Mast sind zu lose. Sieht denn das kein Mensch? Werd euch helfen. Ach, wie bist du denn an Bord gekommen? Na, mit meinen Beinen. So, und wer hat dir dabei geholfen? Es hat mir jemand geholfen, aber das darf ich euch nicht sagen. Es ist meine Schuld gewesen. Ich hab ihm schöne Augen gemacht und da hat er mich herausgeschmuggelt. Ich sollte dir eine tüchtige Lehre erteilen. Weißt du nicht, dass hier gekämpft wird? Dann werde ich eben auch kämpfen. Was soll ich denn sagen? Ja, dabei könntest du auch sterben. Das wäre natürlich schade.
Also gut, jetzt bist du einmal hier. Ich kann dich ja nicht ins Meer werfen lassen. Na, das wäre auch noch schöner. Bitte? Juan? Kommandant? Bring sie runter. Sag dem Koch, dass sie ihr etwas zu essen geben soll und dann such für sie einen Platz, wo sie schlafen kann. Ja, Senor. Darf ich bitten, Senorita? Juan, dieser Platz muss weit vom Mannschaftslager entfernt sein. Na, selbstverständlich. Und noch weiter von deinem Platz, hörst du? Jawohl, Kommandant. Koch, gib ihr zu essen, gib ihr. Meldung an den Kapitän! Schiff Balkenburg! Scheint ein englischer Sklavenhändler zu sein. Wir gehen jetzt auf Kurs Süd-Südost. Alle Männer sofort auf ihre Plätze. Alle Mann fertig machen zum Angriff. Sie nehmen Kurs auf uns. Das kann übel werden. Das ist die Unbesiegbare. Was denn, der schwarze Pirat? Ja. Und wir sind nicht stark genug, ihn anzugreifen. Mit vollen Segeln voraus. Wir müssen versuchen, uns aus der Schussweite zu halten. Wir wollen ihm einen Gruß schicken, einen nachdrücklichen. Macht die Kanonen zum Feuern bereit. Sind bereit! Dann gebt's ihm! Feuer! Wir machen ernst, Kapitän. Was befehlt ihr? Wir werden den Kurs in jedem Fall beibehalten. Bereitet euch darauf vor, das Feuer zu erwidern. Ich glaube kaum, dass wir ihnen entkommen werden, Kapitän. Sie haben bedeutend stärkere Kanonen und mehr Segel als wir. Zum Verrücktwerden ist das. Wir dürfen uns von ihnen nicht mit dieser Ladung erwischen lassen. Lasst sie über Bord werfen. Ja, Sir. Fertig! Feuer! Werft sie ins Meer. Beeilt euch! Schnell! Werft sie rein! Nun los, beeilt euch! Werft sie doch schon über Bord! Vorwärts! Sie werfen alle unsere Brüder ins Meer. Hört ihr das denn nicht? Was sollen wir denn tun? Auch wir werden so enden. Habt ihr Baumen? Vorwärts, lasst euch nicht erweichen. Ah! Sie werfen ihre Ladung leewärts ab, Kapitän. Und es sieht so aus, als ob das Sklaven sind. Sklaven, die armen Teufel. Wir können die Kanonen nicht einsetzen, sonst gibt es ein Blutbad. Männer der Enterabteilungen, auf eure Plätze! Zum Angriff bereit machen! Alle Mann an Steuerbord! Schnell, nun bewegt euch doch schon! Kanonen fertig! Feuer! Feuer! Ich will auch kämpfen. Geh in deine Kabine zurück. Aber ich will mit euch kämpfen. Rein da, habe ich gesagt. Nein! Du sollst runtergehen. Na, hopp! Nachricht vom Kapitän. Ein Piratenschiff will uns angreifen. Und wir werden alle kämpfen müssen. Aber ich bringe euch eine gute Neuigkeit. Der Kapitän hat befohlen, euch die Ketten abzunehmen. Ihr werdet uns genauso umbringen, wie ihr unsere Brüder umgebracht habt. Ihr werdet uns den Haien zum Fraß vorwerfen. Sei still. Thank you.
hab dir was zu sagen, du schmutziger Sklavenhändler. Und zwar von all denen, die du gefangen genommen und in Ketten verkauft hast. Ich hab nur Befehle ausgeführt. Du hast nur Befehle ausgeführt, du Alunke. Fahr zur Hölle! Ihr habt uns das Leben gerettet, Herr. Das werden wir euch nie vergessen. Kannst du mir sagen, in welchem Hafen man euch eingeschifft hat? Nein, das kann ich nicht, Kapitän. Wir wissen es nicht. Wir sind Tage und viele, viele Nächte lang gelaufen. Und die Augen waren uns verbunden. Ich hätte es gern aus dem Grunde gewusst, weil dort das Hauptquartier der Sklavenhändler sein müsste. Verstehst du das? Du bist der Häuptling, ja? Ja, Herr, vom Stamm der Kelahuda. Ah, ja. Ihr kommt von der Goldküste. Ja, Herr. Wir werden das Schiff wir in Schlepptau haben da nehmen. Eine Überraschung für euch, Kapitän. Na, guckt euch den an. Geschniegelt und gebügelt. Ich möchte einige Auskünfte von dir haben. Wo habt ihr diese Sklaven geladen? Ich bitte ergebenst um Entschuldigung, Herr. Aber ich bin nicht auf das Schiff gegangen, um mich in die Angelegenheiten des Reeders einzumischen. Ich weiß es nicht. Und wer hat sie abgeschickt? Sag mir seinen Namen. Sagst du nicht. Gebt ihm zu trinken. Eine ordentliche Portion. Dann wird er schon reden. Legt ihn mal dahin. Das Schiff ist noch nicht lange auf See. Der Kielraum ist noch ganz trocken. Seitdem es in See gegangen ist, ist höchstens ein paar Tage her. Ihr habt die Ladung in einem Hafen dieser Küste aufgenommen, nicht wahr? So, hört auf. Wollen sehen, ob er gesprächiger geworden ist. Scheint ein widerborstiger Kerl zu sein. Vielleicht ist ihm Meerwasser lieber, scheint ein Feinschmecker zu sein. Nein, 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 ich werde sprechen. Na ja, dann fang an. Ich kann euch aber nicht viel sagen, Herr, weil ich nicht viel weiß. Ich gebe mich mit wenig zufrieden, wenn es die Wahrheit ist. Jawohl, Herr. Wir sind in San Salvador ausgelaufen. Und nach welchem Hafen? Ich weiß es nicht. Ich schwöre, dass ich es nicht weiß. Ich werde dir dein Leben schenken, wenn du mir sagst, wer die Sklaven abgeschickt hat. Das weiß ich ebenfalls nicht. Ich weiß nur, dass es ein Mann gewesen ist, der eine Binde auf dem Auge hat und eine Narbe auf der Stirn. Tortuga. Es ist Tortuga. Er hat also wieder angefangen. Und sein Hauptquartier ist San Salvador. Dort werden wir hinsegeln. Lasst ihn frei! Steuermann, wir nehmen Kurs auf San Salvador. Nord, Nordwest. Ja, Kapitän. Jetzt werden wir Tortuga, diesen Halunken, endlich bestrafen. Jawohl. Auf zum heiligen Kampf gegen die Bösewichte! Ja! Na, wie gefällt euch mein neues Kleid? Der Herr beschütze mich. Ist das das Kleid, das du ihr gemacht hast? Mhm. Aber so kann sie doch nicht an Land gehen. Ich kann so nicht gehen? Natürlich nicht. Na, bitteschön. Dann müsst ihr mir auch Kleider kaufen, wie die großen Damen sie tragen. Werdet ihr das? Ja, wenn wir in San Salvador sind, dann kaufe ich dir Kleider. Ach, wie elegant ihr seid. Ihr seht doch fast genauso aus wie ein spanischer Edelmann. Ja, und so werde ich mich auch vorstellen, als Edelmann aus Spanien. Nein, aus Kuba. Don Carlos Bastia. Sehr gut, Don Carlos Bastia. Ein reicher Pflanzer aus Kuba. Großartig. Ihr seid wundervoll, Signor Don Carlos. Ihr seid einfach hinreißend. Ach, Luana, du bringst es doch wirklich fertig, dass ich mir entsetzlich lächerlich vorkomme. Aber wie könnt ihr euch lächerlich vorkommen? Ihr seid doch wunderschön anzusehen. Und ich finde, seiner Schönheit braucht sich niemand zu schämen. Der Kapitän hat euch etwas mitzuteilen. Männer, bevor wir an Land gehen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir während unseres Aufenthaltes in San Salvador auf keinen Fall Piraten sind. Während dieser Zeit sind wir höchst ehrbare und den Gesetzen untertänige Leute. Also macht keine Dummheiten und benehmt euch so, wie ich das von euch verlange. Versprecht ihr mir das? Ja, Kapitän! Wenn mir Klagen kommen, werde ich euch später dafür strafen müssen. Das wisst ihr ja. Also haben wir uns verstanden. Ja, Kapitän! Ja! Da sehen wir nachher auch noch mal rein.
Hafen ist auch nicht die Spur von einem Sklavenschiff zu entdecken. Trotzdem hatte dieser Engländer keinen Grund, uns zu belügen. Sieh dich noch mal genau in den Wirtshäusern um. Und vergiss nicht, Nachricht zu geben. Ja, Senor. Ihre berühmte Hoheit, die Prinzessin Anita Lotardo de González y... y Puerto Rico. Verehrung, gnädigste. Gefalle ich euch denn nun besser als gestern? Ist das das Kleid, das du dir so sehr gewünscht hast? Wieso? Habe ich es denn nicht gut ausgewählt? Sehe ich denn etwa nicht wie eine der großen Damen der Inseln aus? Meine liebe Luana, ich habe sowas Ähnliches noch nie gesehen, weder zu Wasser noch zu Lande. Ja. So, gefällt euch mein Kleid also nicht? Ehrlich gesagt war mir das von gestern fast lieber. Na gut, mir gefällt's jedenfalls. Und ich weiß auch, dass ich viel hübscher bin als manch eine Dame von der Insel. Oh. Nein, nein, meine liebe kleine Luana. Du darfst niemals die großen Damen beneiden. Du musst immer das bleiben, was du bist. Ein liebes, nettes, einfaches Mädchen ohne Ehrgeiz. Doch, Juan! Wenn wir jetzt nicht bald Schluss machen, wird die Liste der Gäste, die zur Geburtstagsfeier meiner Tochter eingeladen werden sollen, länger werden als die Liste der Steuerzahler, meint er nicht auch? Und trotzdem meine ich, sollte noch ein Name hinzugefügt werden, Exzellenz. Don Carlos Bastia. Don Carlos Bastia? Ja, er ist ein reicher Plantagenbesitzer aus Kuba, wie mir gesagt worden ist. Ist das nicht dieser sonderbare Mann, der mit einem kreolischen Mädchen in der Stadt rumläuft? Ja, er ist es. Aber das Mädchen ist wunderschön, Exzellenz. So richtig prachtvoll. Also ich möchte sagen, dass sie einen Körper hat, das... Muss doch bitten. Oh, ich bitte um Verzeihung, Exzellenz. Also schön, dann wollen wir ihn einladen. Und wollen doch sehr hoffen, dass er so viel Geschmack besitzt, diese Kreole nicht mitzubringen. Ja, das Vater, ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass es für uns bald Zeit ist. Wie meinst du das? Wozu Zeit? Na, das Fest wird bald beginnen. Du weißt doch, das Drachenfest. Und du hast versprochen, mich hinzuführen. Nein, meine liebe Manuela. Ich habe versprochen, darüber nachzudenken. Und das habe ich getan. Na und? Ich habe mich entschlossen, nicht hinzugehen, Manuela. Das Fest wird von Jahr zu Jahr turbulenter und wilder. Ich glaube nicht, dass es für dich sehr geeignet ist. Weißt du, ich habe mich so darauf gefreut. Wir haben es schon im vorigen Jahr versäumt. Erinnerst du dich nicht mehr? Mit Absicht versäumt. Ich ziehe es vor, dem Trubel aus dem Weg zu gehen. Und ich fürchte, dass ich dir verbieten muss, dahin zu gehen. Aber Vater... Sei brav, Manuela. Es ist nun mal mein fester Entschluss. Aber wenn du nicht mitkommen willst, dann könnte ich mich doch von jemand anderem begleiten lassen. Ich würde es mit Vergnügen tun, wenn es euch recht wäre. Du musst mich jetzt bitte entschuldigen, mein Kind. Aber ich habe eine sehr wichtige Ratssitzung, die ich nicht versäumen kann. Manuela? Ich fürchte, es ist sinnlos, zu versuchen, euren Vater umzustimmen. Ich kann ermessen, wie leid es euch tut, und wenn ihr mir erlauben würdet... Ich habe euch um nichts gebeten, Signore. Natürlich habt ihr das nicht. Aber ich wäre glücklich, wenn ich der Frau, die ich liebe, einen Gefallen erweisen könnte. Wenn ihr es wolltet, dann könnte ich euch heute Abend zu dem Fest begleiten. Heimlich, versteht sich. Soll das etwa heißen, dass der treue Ratgeber meines Vaters die Gewohnheit hat, ungehorsam zu sein? Ich finde, ihr seid streng, meine liebe Manuela. Ich begehe seiner Exzellenz gegenüber kein Unrecht, wenn ich die Gesellschaft der Frau suche, die ich verehre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater eure Galanterie sehr schätzen würde. Aber in jedem Fall schätzt seine Tochter sie nicht sonderlich. Nun sag mir schon, ob du was rausgefunden hast. Nicht viel, Kapitän. Die Lippen der Leute sind mit einem doppelten Faden zugenäht. Also keine Spur von Tortuga? Nicht die geringste Spur. Ich bitte dich, wenn hier das Zentrum des Sklavenhandels ist, dann muss es doch irgendeinen Hinweis geben, der diese Tätigkeit verrät, oder meinst du nicht? Ich habe hier etwas entdeckt, aber ich weiß nicht, ob es von großer Bedeutung ist. Wieso was? In einer Bucht in der Nähe des Hafens liegt gut versteckt ein Schiff. Vielleicht ist es möglich, dass es ein Sklavenschiff ist. Vielleicht gehört es sogar Tortuga. Ich schicke sofort Männer herunter, die das Schiff im Auge behalten und mir dann Bericht erstatten sollen. Jawohl, Kapitän. Und du sieh dich in den Weinstuben um. Vielleicht entdeckst du Tortuga doch noch irgendwo. Ja, Signore. Thank you.
weiß nicht, was mit mir geschehen würde, wenn euer Vater erfährt, dass ich euch heute Abend begleitet habe, Manuela. Oh, ich find's herrlich. Ich kann mich überhaupt nicht satt sehen daran. Manuela, ich bitte euch, wir müssen sofort zum Schloss zurück. Du hast doch nicht etwa Angst, Rosita? Doch. Das wird schon nicht so schlimm werden. Seht nur her, meine Freunde. Die Tochter des Gouverneurs begehrt uns heute Abend mit ihrer Anwesenheit. Lasst uns sofort gehen. Wartet, bleibt noch ein bisschen hier, schöne Senorita. Seht hier die Narben auf meiner Brust. Ich verdanke sie den verdammten Schlosswachen eures Vaters. Ihr habt diese Strafe verdient. Ich erinnere mich, ihr habt gestohlen. Habt ihr das eben gehört? Habt ihr das gehört, meine Freunde? Ich bin ein Dieb, ich, Mondos. Mondos hat noch nie etwas genommen, was ihm nicht von Rechts wegen zugestanden hat. Nein, Mondos ist hier! Jawohl, der Augenblick der Rache ist jetzt gekommen. Nein! Schnell, verschwinde, du Hampelmann. Wir wollen sehen, ob du einem Mann gegenüber genauso den Helden spielst wie vor diesem Mädchen. Lauf, Mädchen! Lauf schnell! Wartet, ihr Lümmel, ich werd's euch zeigen! Hopp! 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 Meine Damen, ich muss Ihnen zu Ihrer Gewandtheit mein Kompliment machen. Und wir müssen euch herzlich danken, dass ihr uns gerettet habt. Euch natürlich auch. Da gibt's nichts zu danken. Schließlich hat man nicht jeden Tag Gelegenheit, so reizende Senoritas zu retten, hat man nicht. Ihr seid ja noch ganz atemlos, Senorita. Wollt ihr euch nicht einen Augenblick setzen? Das geht nicht, es ist spät. Wir sind schon zu lange auf dem Fest geblieben. Wir müssen nach Hause. Junge Damen wie ihr dürfen um diese Zeit nicht allein nach Hause gehen. Ich werde euch begleiten. Oder habt ihr etwas dagegen? Vielen Dank, aber das ist nicht nötig. Uns kann jetzt nichts mehr passieren. Wir kennen ja den Weg. Zwei Menschen, die ein solches Abenteuer bestanden haben, können sich doch nicht so ohne weiteres trennen. Wir müssen uns wiedersehen. Das ist vollkommen unmöglich. Ihr habt mir vorhin bewiesen, dass ihr sehr tapfer sein könnt. Ich hoffe sehr, ihr seid auch ein Ehrenmann. Gut gesagt. Wollt ihr mir nicht wenigstens euren Namen verraten? Rosita! Es ist immer dasselbe. Die einfachen Leute lösen ihre Probleme auf einfache Weise. Ich beneide sie darum. Ich muss jetzt wirklich gehen. Habt nochmals vielen Dank für das, was ihr für mich getan habt. Ich habe mich heute Nacht über dein Benehmen sehr gewundert, Rosita. Du hast den Diener des Edelmannes, der uns gerettet hat, geküsst. Ich hab's gesehen. Ihr habt gesehen, wie er mich geküsst hat. Aber du hast dich doch nicht gewehrt. Du hast keinen Widerstand geleistet. Oh nein, das habe ich auch nicht. Er war so nett. So war er das. Was glaubst du wohl, mein Kind, was dieser Edelmann jetzt von mir denkt, wenn er sieht, wie leichtfertig sich meine Zofe benimmt? Was liegt euch wohl daran, was er denkt? Ihr habt doch gesagt, dass ihr ihn nie wiedersehen wollt, oder war es euch etwa nicht ernst damit? Natürlich war es mir ernst damit. Sag mal, hast du seinen Namen erfahren? Von welchem denn? Na, den von deinem natürlich. Nein, danach habe ich nicht gefragt. Hör mal, Rosita, wie konntest du das nur vergessen? Ich habe ihn nur nach dem Namen seines Herrn gefragt. Ich dachte, dass er euch vielleicht interessieren würde. Wie konntest du sowas bloß denken? Er interessiert mich nicht. Ihr könntet ja vielleicht eure Meinung ändern. Ich ändere meine Meinung vielleicht bei Kleinigkeiten, aber doch nicht bei Fragen solcher Art. Dann wird es wohl auch keinen Sinn haben, euch zu sagen, dass er ein sehr vornehmer und reicher Plantagenbesitzer aus Kuba ist. Und der Name ist... Wie heißt er? Oh, schämen solltest du dich. Du bist wirklich eine Hexe, Rosita. Und hättest fast eine Strafe verdient. Er war wirklich ein bezaubernder Mann. Und so galant. Heraus mit der Sprache, du Schlingel. Du willst mir doch wohl nicht im Ernst erzählen, dass du dieses Mädchen umarmt und geküsst hast, ohne herauszubekommen, wer sie ist. Ich kann nur wiederholen. Nach dem ersten Kuss war es mir vollkommen gleichgültig, wer dieses Mädchen ist. Ich wusste nur, dass ich einen Engel in den Armen hielt. Auf Ehre. Ein Idiot bist du. Man fragt doch wenigstens nach dem Namen, wenn man jemand küsst. Es tut mir ja wirklich leid, Signora, aber ich habe nun mal nicht dran gedacht. Aber ich habe den Namen ihrer jungen Herrin erfahren. Na, darum geht es mir doch, du Dummkopf. Wie heißt sie denn? Sag schnell. Manuela. Manuela. Manuela, Manuela. Nun ja. Und weiter. Wie heißt sie denn mit Nachnamen und wo wohnt sie? Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Ich weiß nur, dass sie Manuela heißt. Manuela. Manuela, es wird sicher hunderte von Manuelas auf dieser Insel geben. Hunderte! Tut mir ja leid. Kiel holen sollte man dich. Es war ein Traum, der Wirklichkeit zu werden begann. Und plötzlich lässt du ihn durch deine Dummheit zerplatzen. Glaubt mir doch, Signore, ich würde nichts lieber tun, als Puff machen und den Traum zurückholen. Verschwinde. Verschwinde auf der Stelle, sonst mache ich auch nochmal Puff. Puff? Puff. Exzellenz? Danke. Und sorge dafür, dass uns niemand stört. Jawohl, Exzellenz. Und vielen Dank.
Was gibt es für Neuigkeiten? Das englische Sklavenschiff ist von dem schwarzen Piraten überfallen worden. Von dem schwarzen Piraten? Wenn dieser Bandit hier an unseren Gewässern kreuzt, dann sind wir verloren. Dann sind wir ruiniert. Nein. Wir werden keineswegs ruiniert sein, wenn wir genügend Schiffe haben, um unseren Handel zu schützen. Danke, ich brauche dich nicht mehr. Wir müssten eine ganze Flotte haben, um vor diesen Piraten einigermaßen sicher zu sein. Ich kenne diesen Burschen. Wir werden eine ganze Flotte haben, in dem Augenblick, wenn ich Gouverneur von San Salvador bin. Ich verstehe. Und wie glaubt ihr, das zu erreichen? Mit deiner Hilfe, selbstverständlich. Dank für die Ehre. Und was soll ich tun? Du wirst dich ab sofort bereithalten, das Schloss vom Meer aus zu beschießen. Für den Fall, dass mein Schachzug misslingen sollte. Ich würde mir aber an eurer Stelle nicht ganz so sicher sein. Ich verspreche euch keinerlei Hilfe, wenn ich in euren Plan nicht eingeweiht werde. Dann hör mir zu. Ich habe die Absicht, die Tochter des Gouverneurs zu heiraten. Und ist sie damit einverstanden? Darauf kommt es nicht an. Mein Plan steht fest, und zwar unabänderlich. Nach der Hochzeit wird dem Gouverneur ein Unfall zustoßen. Das ist nicht ungewöhnlich. Und in meiner Eigenschaft als Schwiegersohn wird es wohl nicht sehr schwer fallen, mir die Nachfolge zu sichern, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Aber diese ganze Unternehmung hängt von einem grundlegenden Umstand ab. Und der wäre? Geld. Es wird sich wohl kaum vermeiden lassen, dass ich einige hohe Beamte der Regierung bestechen muss. Und aus diesem Grunde brauche ich so bald wie möglich Sklaven, die ich verkaufen kann. Ich habe mir berichten lassen, dass sich ein reicher Pflanzer aus Kuba in unserer Stadt aufhält. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht abgeneigt wäre, Sklaven zu kaufen. Ihr werdet eure Sklaven bekommen. Und wo willst du sie hernehmen? Du hast keine Zeit, um bis zur Goldküste zu fahren. Ich habe eine andere Quelle, die hier ganz in der Nähe liegt. Sehr schön. Solange bis der Augenblick nicht gekommen ist, will ich keinen deiner Leute in San Salvador sehen. Zu Befehl, Herr Gouverneur. Signorita, was für eine schöne Überraschung, euch wiederzusehen. Überraschung? Ihr habt doch auf mich gewartet, oder nicht? Eure Offenheit ist bezaubernd, aber auch ich will offen sein. Jawohl, ihr habt recht. Ich habe mir gedacht, ihr werdet bestimmt gern reiten. Und da habe ich überall gesucht, wo die Möglichkeit bestand, euch zu sehen. Ich verstehe euch nicht ganz. Warum vergeudet ihr bloß eure Zeit? Ich habe meine Zeit nicht vergeudet, denn ich habe euch wiedergesehen. Ihr seid wunderschön. Vielen Dank. Ihr versteht es sehr gut, den Damen Komplimente zu machen. Wollt ihr mir nicht doch sagen, wer ihr seid? Ich würde es euch sagen. Aber nur dann, wenn es mich interessieren würde, wer ihr seid. Im Augenblick bin ich ein Mädchen, dem ihr aus Zufall begegnet seid. Und es ist wenig zartfühlend, wie sehr ihr diese Begegnung verderbt. Findet ihr nicht? Mein Benehmen ist es vielleicht, aber keinesfalls sind es meine Absichten. Und was habt ihr für Absichten? Wollt ihr mir das verraten? Wer weiß, es ist durchaus möglich, dass ich euch heute zum letzten Mal sehe. Und aus diesem Grunde ist Folgendes meine Absicht. Sklavenhändler, schnell! Umzingelt sie und nehmt sie gefangen! Es darf keine entkommen! Vorwärts!
Wie viel verlangt ihr denn für dieses Bild? Das Gemälde ist ein Meisterwerk, Signorita. Bitte hört bloß nicht auf ihn, er ist ein Betrüger. Habt ihr denn jemals schönere Farben gesehen? Einen Pinselstrich, der feiner ist? Es ist ein wahres Meisterwerk. Ich möchte meinen, dass dieses außergewöhnliche Bild überhaupt erst im Salon einer Dame voll zur Geltung kommt, denn es ist ein wundervoller Gegensatz zu... Bei diesem Bild würde einem richtigen Seemann übel werden. Es hat so viele Segel, dass eine ganze Flotte damit auf- und davon segeln könnte. Für den Wind, der herrscht, ist das Meer viel zu ruhig. Im Übrigen laviert es nach der falschen Seite. Außerdem ist das Kielwasser so schwach wie bei einem Schiff mit langsamer Fahrt. Wenn das Bild etwas wert wäre, dann würde der Preis, den ich bezahle, noch dreifach zu hoch sein. Ergebensten Dank, Signora. Darf ich? Zur Erinnerung an unsere Begegnung? Oh nein. Ich bitte euch, nehmt es entgegen. Vielen Dank. Ich danke euch vielmals. Ihr seid wahrscheinlich ein Seemann oder ein Künstler. Ich glaube nicht, dass da ein großer Unterschied besteht. Seefahren ist eine Kunst. Ich bin ein Pflanzer und komme aus Kuba. Mein Name ist Carlos Bastia. Und ihr? Euren Vornamen weiß ich schon. Manuela. Wie heißt ihr weiter? Manuela. Manuela, Manuela? Stottert ihr etwa? Das ist eure Schuld. Ihr habt die Macht, dass ich die Worte durcheinander bringe. Ja, ja, wirklich. Im Grunde genommen bin ich nämlich etwas schüchtern. Und außerdem stehe ich vor einem großen Problem. Ich bin heute Abend von seiner Exzellenz, dem Gouverneur, aufs Schloss zu einem Ball eingeladen. Und ich weiß nicht, wen ich mitnehmen soll. Ich würde sehr gern hingehen, wenn ihr mich begleitet. Tja, wirklich? Ihr würdet mich davor bewahren, vor Langeweile zu sterben. Ihr glaubt, dass ihr euch langweilt? Oh, sicher, ganz schrecklich. Der Gouverneur hat eine Tochter. Und so besser für den Gouverneur. Ich bitte euch, ihr müsst mich begleiten. Es tut mir sehr leid, aber es geht leider nicht. Und wieso nicht? Ich weiß nun mal, wo ich hingehöre. Manuela, ihr Platz sollte heute Abend an meiner Seite sein. Und alle Damen im Schloss sollten sich zum Teufel scheren. Bravo. Ich kann euch nicht versprechen, heute Abend mit euch auf den Ball zu gehen, aber ich kann euch versprechen, dass wir uns bald wiedersehen werden. Überbringt dem Gouverneur meine Grüße. Seine Exzellenz, der Richter Liruzio Bellarico, Dona Dolores Perez Idinia, Don Carlos Bastia, die Signorita Anita Lotardo de Gonzales in Puerto Rico. Darf ich vorstellen, Signorita Manuela Cortés de Castilla? Der Gouverneur, mein Vater. Doña Anita Lotardo de Gonzales in Puerto Rico. Willst du nicht den Ball eröffnen, Vater? Aber natürlich, mein Kind. Ich wünsche viel Spaß heute Abend. Wollt ihr denn nicht mit mir tanzen? Signorita Anita, etwas später. Seht ihr, nun sind wir beide allein übrig geblieben. Noch ein Wort und ich fange an zu weinen. Ich würde vorschlagen, dass wir darauf lieber ein Gläschen guten Wein trinken, meint ihr nicht? Ja. Gefällt es euch, Doña Angela? Oh ja, sehr. Es sind interessante Leute hier. Es würde für mich ein verlorener Abend sein, wenn ich nicht mit euch tanze. Dann könnt ihr ihn schon als verloren betrachten. Ich habe bereits alle Tänze vergeben. Darf ich um die Ehre dieses Tanzes bitten, Senorita? Was wollen Sie? Wollt ihr mit mir tanzen? Deshalb bin ich ja hier, aber nicht mit euch. Könnte man nicht irgendjemand ein bisschen warten lassen? Wäre das nicht möglich? Ich will ja nur einen Tanz, nur einen. Ihr habt kein Recht, das von mir zu fordern, glaube ich. Und außerdem seid ihr in Begleitung einer bezaubernden Dame hier. Ihr werdet euch wohl erinnern, dass ich euch gebeten habe, mich zu begleiten. Und was habt ihr mir darauf geantwortet? Tut mir leid, bedauere sehr, ich weiß ganz genau, wo mein Platz ist. Und ihr habt abgelehnt. Aus einem guten Grund, das müsst ihr verstehen. Ich bin es nicht gewohnt, mich mit Männern zu verabreden, denen ich zufällig begegnet bin. Wenn ihr mir verraten hättet, wer ihr seid, dann hätte ich mich richtig verhalten können. Ich bitte euch, überlegt es euch und schenkt mir den nächsten Tanz, ja? Es tut mir sehr leid, Signor Bastia, aber... Darf ich bitten?
Sie werden sicher schon Gelegenheit gehabt haben, festzustellen, dass unsere Frauen schwierig sind, aber zum Schluss strecken sie die Waffen. Darin unterscheiden sie sich nicht von den übrigen Frauen der Welt. Sie spielen mit uns in der Hoffnung zu verlieren. Ich verbeuge mich vor dem Urteil eines Sachverständigen. Offenbar habt ihr eure Erfahrungen durch Reisen gewonnen. Unter anderem auch dadurch, ja. Ihr kommt von Kuba? Dort liegen meine Pflanzen. Kuba. Ich muss doch einmal dorthin reisen. Man hat mir gesagt, das ist eine schöne Insel. Ich versichere euch, sie ist wunderbar. Aber wisst ihr, ich mache mir Sorgen um meine Plantagen. In welcher Beziehung? Ich habe einfach nicht genug Arbeitskräfte. In Kuba herrscht ein erheblicher Mangel an Arbeitern. Seid ihr aus diesem Grunde nach San Salvador gekommen? Unter anderem. Ich weiß, dass es hier genug Leute gibt. Und auch zu ganz annehmbaren Preisen, wie mir gesagt wurde. Signore, über dieses Thema sollten wir uns eingehender unterhalten, unter vier Augen. Wollen wir uns in einen Salon zurückziehen und einen guten Wein trinken? Mit Vergnügen. Auf Ihr Wohl, Signore. Zum Wohl. Wenn ihr von billigen Arbeitskräften sprecht, dann berührt ihr ein Thema, das ganz besonders in letzter Zeit von unserer Regierung mit zunehmender Besorgnis betrachtet wird. Das ist mir bekannt. Der Gouverneur ist dieser Verhältnisse wegen außerordentlich beunruhigt und deshalb fest entschlossen, die Insel von den Sklavenhändlern zu säubern. Und er hat mich beauftragt, seine Befehle auszuführen. Ich nehme an, dass eure Aufgabe nicht leicht sein wird. Die Sklavenhändler sind äußerst gewissenlos. Soweit wir festgestellt haben, befindet sich ihr Hauptquartier in einer Weinschenke am unteren Hafen. Und wir vermuten, dass ihr wichtigster Mittelsmann ein gewisser Corrao ist. Corrao? Corrao, ja, der Mann ist Portugiese. Er arbeitet direkt unter unserer Nase, aber bisher ist es uns bedauerlicherweise noch nicht gelungen, diesen Kerl zu überführen. Er besitzt eine außergewöhnliche Verschlagenheit. Das finde ich aber sehr interessant. Ja, bitte. Seine Exzellenz, der Gouverneur, bittet um eure Anwesenheit. Danke. Wenn ihr mit den Sklavenhändlern in Verbindung kommen solltet, Signore Bastia, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns eine Information geben könnt. Selbstverständlich, ich werde den Gouverneur sofort davon unterrichten. Mhm. Danke, Signore. Vielen Dank. Ihr werdet meine Lage sicher verstehen, Signor Bastia. Ich habe euch gesagt, dass ich für die Ware allein verantwortlich bin. Ich verstehe euch sehr gut, Signor Corrao. Ihr werdet das Gold mitbringen, wenn wir zu der Grotte gehen, in der die Sklaven verborgen sind. Ich werde euch das Gold sofort geben, wenn ich geprüft habe, ob die Ware zu verwenden ist. Das ist mein Prinzip. Ihr werdet feststellen, dass alle Kerne gesund, stark und für jede Arbeit zu gebrauchen sind. Wunderbar. Bitte entschuldigt mich jetzt, ja? Ich freue mich, euch morgen wiederzusehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ihr könnt gar nicht ermessen, wie glücklich mich die Begegnung gemacht hat. Danke, Signore. Ja, aber mein Freund, nichts zu danken. Bis morgen dann. Bis morgen. Wenn er pünktlich wäre, müsste er eigentlich schon hier sein. Hab Vertrauen zu Corrao. Die Straße hat viele Biegungen. Man kommt nur langsam vorwärts. Er wird ganz sicher kommen. Ich kann es diesmal gar nicht erwarten. Es sind die unruhigsten Sklaven, die ich je gehabt habe. Manchmal sind sie kaum zu bändigen. Siehst du? Da kommt unser Freund Corrao. Ich weiß, dass man sich auf ihn verlassen kann. Verdammt nochmal und tausend Teufel. Was ist los? Soll das etwa der reiche Pflanzer sein? Ja. Wisst ihr, wer das ist? Sein Name ist Carlos Bastia. Der schwarze Pirat ist das. Ich verstehe, ihr habt ihn auf uns gehetzt. Nicht aufregen, Tortuga. Um Gottes Willen nicht aufregen. Du vergisst, dass dieser Mann einen Goldschatz bei sich hat, der für uns von allergrößter Bedeutung sein kann. Wir können ihm das Gold abnehmen, ohne ihm auch nur einen Sklaven zu geben. Was für Gold meint ihr wohl? Er besitzt nur das Eisen seines Schwertes. Ja, ja. Ich bin davon überzeugt, dass wir die ganze Angelegenheit noch zu unseren Gunsten wenden können. Das hoffe ich sehr. Dann kann ich nämlich noch eine alte Rechnung begleichen. Na, siehst du. Komm, er darf uns hier nicht finden. Wir sind angelangt, Herr. Folgt mir. Ich muss sagen, dass ihr ein ausgezeichneter Reiter seid. Die Strecke ist ziemlich anstrengend. Ja, für das Pferd, würde ich sagen. Aufstehen, ihr Faulpelze! Los, kommt hoch, sonst mache ich euch Beine! Hier sind sie, Signor Bastia.
Seht sie euch an, was habe ich euch versprochen? Sie sind jung, widerstandsfähig, folgsam, stark und gesund. Du da, komm her, zeig dem Senior deine Zähne. Bin sehr zufrieden. Geh wieder. Ich nehme alle hier. Übernehmt euch nicht, mein Freund. Don Carlos Bastia. Ein hübscher Kavalier, alles was recht ist. Das Kostüm ist auch sehr kleidsam. Tortuga, du hast die Lehre, die ich dir erteilt habe, immer noch nicht begriffen? Du treibst dein schmutziges Geschäft weiter. Und es geht mir gut dabei, sieh sie dir genau an. Ich habe mir sogar erlaubt, deine Untertanen einzufangen. Und jetzt? Jetzt werde ich den schwarzen Piraten höchstpersönlich einfangen. Warte! Geht sofort alle an Bord der Unbesiegbaren! Jetzt werde ich abrechnen mit diesen Banditen. Nein, das wirst du schön sein lassen. Ich möchte diesen Burschen lebend haben. Die Gefangennahme des schwarzen Piraten wird mein Ansehen beim Gouverneur wesentlich erhöhen. Ihr solltet meiner Ansicht nach nicht viel Zeit damit verlieren, über das Schicksal dieses Menschen zu entscheiden, Exzellenz. Er ist auf allen Inseln als der schwarze Pirat bekannt und verhasst. Ich werde nur von Leuten wie euch oder Leuten eures Schlages gehasst. Exzellenz, dieser Mann steht an der Spitze des Sklavenhandels auf eurer Insel. Nun hört euch diesen unverschämten Kerl an, Exzellenz. Was versprecht ihr euch davon, wenn ihr die zuverlässigsten Mitglieder meiner Regierung verleumdet? Euer Vertrauen ist schlecht belohnt worden, Exzellenz. Dieser Mann ist ein Verbrecher, der mit der Qual von Menschen spekuliert. Schweigt! Vater, was geht hier vor? Was für eine Schuld wird diesem Mann vorgeworfen? Dieser Mann ist der schwarze Pirat, ehemals Don Carlos Bastia. Zu eurem Glück, meine liebe Manuela, ist er uns in die Falle gegangen, bevor er euch etwas antun konnte. Ich wollte euch nichts Schlechtes antun, Manuela. Das schwöre ich euch. Ihr müsst es mir glauben. Aber ihr habt mich in allem belogen. Ich habe euch im Unklaren gelassen, wer ich bin. Und zwar, um diesen Halunken zu entlarven. Aber ihr seid ein Pirat. Das könnt ihr doch wohl nicht leugnen. Wenn ihr damit meint, dass ich gegen die Sklaverei kämpfe, dann leugne ich es nicht. Wir müssen Romero dankbar sein, meine Liebe. Dieser Mann hat eine Gefahr für uns bedeutet, die gar nicht auszudenken gewesen ist. Ich glaube, in diesem Fall gibt es nur eine Lösung. Ihr habt ihn gefangen und es ist eure Sache, ihn abzuurteilen. Er wird gehängt. Und zwar morgen in aller Frühe auf dem Marktplatz. Dein Vater. Vater! Was ist geschehen? Wie kommst du hierher? Das werden wir dir später erzählen, mein Kind. Gordon ist gefangen genommen worden. Tato! Vater, Sie dürfen ihn nicht verurteilen. Wir müssen etwas tun. Kommt, Senorita Manuela, wir müssen gehen. Ihr dürft euch nicht mehr länger quälen. Ich bin eine Närrin gewesen, Rosita, dass ich mich so leicht belügen ließ. Aber er war so nett und anständig. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich schlecht ist. Und morgen früh werden Sie ihn hängen. Jawohl, und derjenige, der ihn beschuldigt hat, wird weiterhin alle Menschen betrügen und ausplündern. Man darf überhaupt nicht nachdenken. Meinst du etwa Romero? Jawohl, den meine ich. Und ich finde, man sollte ihn lieber aufhängen. So etwas darfst du nicht sagen, Rosita. Romero gehört zur Regierung meines Vaters. Man könnte dich wegen Verrat anklagen. Was wollt ihr von mir? Ich will euch sprechen. Ihr müsst mich anhören, ich bitte euch. Ich weiß nicht, was ihr für Gordon empfindet, aber er liebt euch von ganzem Herzen, das weiß ich ganz genau. Ihr dürft nicht zulassen, dass sie ihn töten, vor allem nicht ohne etwas für seine Rettung zu versuchen. Aber was kann ich denn tun? Sprecht mit eurem Vater. Sagt ihm, dass Gordon unschuldig ist, dass er von unserem Volk geliebt und verehrt wird. Ich bitte euch, Senorita, ich bitte euch. Wenn sie ihn aufhängen, dann sind wir am Ende, dann müssen all unsere Leute sterben. Sagt mir, wie ist es nur möglich, dass ein Pirat von so vielen Menschen geliebt wird? Das begreife ich nicht. Wieso nur?
Könnt ihr mir das erklären? Es gibt dafür eine Erklärung, auch er ist mal Sklave gewesen. Seine Familie hatte einmal bedeutenden Einfluss auf Kuba. Aber eines Tages hat er sich gegen ein ungerechtes Gesetz aufgelehnt. Er wurde verhaftet und dann hat man ihn den Sklavenhändlern verkauft. Jetzt könnt ihr es vielleicht verstehen, warum dieser Mann sein ganzes Leben lang gegen dieses gemeine Geschäft gekämpft hat. Ja, jetzt verstehe ich, warum das so ist. Ich werde euch helfen. Seid vorsichtig, die Wachen machen oben ihren Rundgang. Es ist besser, wenn ihr geht. Vorher müsst ihr mir aber noch versprechen, dass ihr... Natürlich, ich verspreche es euch. Manuela. Manuela. Psst, ihr dürft euch nicht verraten. Manuela, ich muss euch erklären, dass... Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Ich bin gekommen, um euch herauszuhelfen. Könnt ihr raus. Seid vorsichtig. Ja. Das Beste, was wir im Augenblick tun können, ist, Bonifacio, Luana und die anderen nach Nueva Esperanza zurückzubringen. Und wenn wir sie an Land gesetzt haben, dann werden wir uns Tortuga vornehmen. Mhm. Meldung an den Kapitän! Schiff, Steuerbord voraus! Es ist ein spanisches Schiff, soweit man erkennen kann, Kapitän. Eigenartig, es scheint verlassen zu sein. Wir müssen näher rangehen. Segel, Backbord! Lass da nachher eine Schaluppe zu Wasser. Zu Befehl. Zu spät gekommen. Sie müssen uns gesehen haben und sind dann entflohen. Seht nach, ob noch jemand da unten ist. Und ihr? Seht auf der Kommandobrücke nach. Kapitän, er lebt noch.
werden alles versuchen, um ihn zu retten. Bringt ihn an Bord der Unbesiegbaren. Niemand an Bord, Kapitän. Unter Deck ist auch niemand mehr, Kapitän. Gib diesen armen Menschenkindern ihr Grab in der See. Das Schiff nehmen wir in Schlepptau. Zu Befehl. Warum habt ihr mich denn in dieses schmutzige Verlies hinunterbefohlen? Euer Vater ist unterrichtet. Ich möchte, dass er euren Bericht persönlich anhört. Ich finde das einfach lächerlich, Vater. Ich bin empört. Geduld, Manuela. Es ist gegen dich eine schwere Beschuldigung erhoben worden und ich muss mich von den Tatsachen überzeugen. Darf ich bitten? Wer hat dir den Schlag versetzt? Es war eine Frau, Signore. Und hast du erkannt, wer diese Frau war? Ja, Signore. Dann sag es uns. Die Tochter seiner Exzellenz. Manuela, wie willst du das erklären? Das bedeutet, dass euer entzückendes Töchterchen mit dem schwarzen Piraten unter einer Decke steckt und ihm zur Flucht verholfen hat. Das ist doch nicht möglich. Doch, es ist wahr, Vater. Ich habe ihm zur Flucht verholfen. Ihr habt einen großen Fehler begangen, indem ihr ihn verurteilen ließet, ohne ihn vorher anzuhören. Dieser Mann ist das Oberhaupt der Sklavenhändler hier auf unserer Insel. Der schwarze Pirat ist bereit, vor euch zu erscheinen und euch alle Beweise für den Verrat eures Stellvertreters vorzulegen. Ich fürchte, dass ich die Glaubwürdigkeit dieser Behauptungen erst einmal nachprüfen muss. Ich befehle euch deshalb... Und ich fürchte, dass ihr nicht mehr die Möglichkeit haben werdet, etwas zu prüfen. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass diese Männer hier, sowie auch die übrigen Wachen des Palastes, von jetzt ab unter meinem Befehl stehen. Und dass euer Vater mein Gefangener ist. Nehmt ihn fest! Wie könnt ihr es wagen, meinen Vater auf diese Weise zu beleidigen? Dafür wird man euch aufhängen! Ihr dürft nicht so eigensinnig sein, meine Liebe. Ihr solltet lieber begreifen, dass euer Vater von diesem Augenblick an keine Macht mehr hat. Und dass ich der Gouverneur von San Salvador bin. Bringt die Seniorita auf ihre Gemächer. Behandelt sie mit Höflichkeit. Aber bewacht sie, damit sie nicht fliehen kann. Ich werde mich dann später um sie kümmern. Ich weiß, dass ich euch mein Leben verdanke. Ihr habt mich gerettet. Ich stehe tief in eurer Schuld und werde das mein Leben lang nicht vergessen. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir sagen würdet, wer ihr seid und was auf eurem Schiff geschehen ist. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Felipe Ortez y Contreras. Bevollmächtigter Gesandter seiner Majestät, des Königs von Spanien. Exzellenz. Danke. Könnt ihr mir möglicherweise den Anführer der Piraten beschreiben und mir Einzelheiten geben, damit ich mir ein Bild machen kann? Ich habe nur gehört, wie ihn einer seiner Männer mit Tortuga angeredet hat. Dieser Mann ist uns gut bekannt, Exzellenz. Es ist beinahe unglaublich, dass ein menschliches Wesen so unvorstellbar grausam sein kann. Habt ihr gesehen, welchen Kurs er genommen hat, nachdem er euch verlassen hatte? Ja, das habe ich. Nord-Nordwest. Nach einem kurzen Aufenthalt in Nueva Esperanza werden wir den gleichen Kurs einschlagen. Lasst alle Segel setzen, damit wir keinen Augenblick verlieren. Zu Befehl, Kapitän. Signori, ich habe euch hierher gebeten, um euch eine schwerwiegende Mitteilung zu machen. Seine Exzellenz, der Gouverneur, ist verschwunden. Verschwunden, sagt ihr? Aber wie ist das möglich? Könnt ihr uns die näheren Umstände mitteilen? Ich kann euch leider sehr wenig dazu sagen, abgesehen von der Tatsache, dass das Verschwinden des Gouverneurs mit der Flucht des schwarzen Piraten zusammenfällt. Demnach befürchtet ihr also das Schlimmste, ja? Ich nehme an, dass die Person seiner Exzellenz des Gouverneurs als Geisel für die Sicherheit dieses Piraten dient. Als stellvertretender Gouverneur habe ich bereits heute früh ein Edikt herausgeben lassen, das die sofortige Gefangennahme dieses Piraten befiehlt, und zwar tot oder lebendig. Vor Romeros Spionen ist man jetzt überhaupt nirgends mehr sicher. Damit es nicht kalt wird, müsst ihr gleich essen. Ich werde euch etwas auftun. Ich habe keinen Hunger. Ich bitte euch, es hat doch auch keinen Zweck, wenn ihr bis zum Skelett abmagert. Ihr werdet noch alle eure Kräfte brauchen. Rosita, du wirst nicht so bewacht wie ich. Du könntest den Palast verlassen und Gordon eine Nachricht überbringen. Aber wir wissen doch überhaupt nicht, wo er ist. Er sprach von der Insel Nueva Esperanza. Vielleicht könntest du ihn dort erreichen. Hat euch niemand gelehrt, dass man anklopft, bevor man das Zimmer einer Dame betritt? Seid unbesorgt, liebe Manuela. Ich habe es durchaus nicht vergessen. Aber die augenblicklichen Umstände zwingen mich oft und gegen meinen Willen, die Etikette zu missachten. Ihr könnt gehen. Nur meiner Herrin ist es erlaubt, mich aus dem Zimmer zu schicken. Dann befehlt ihr, hinauszugehen. Ich möchte euch unter vier Augen sprechen. Geh bitte. Darf ich Platz nehmen? Ihr würdet euch ja wohl sowieso setzen. Ich bin heute jedenfalls nicht in der Stimmung, euch dazu aufzufordern. Die Haltung, die er mir gegenüber an den Tag legt, erleichtert mir meine Aufgabe, liebe Manuela.
Ich habe schon befürchtet, dass ich mit Takt und Rücksicht mit euch sprechen müsste, aber jetzt sehe ich, dass das nicht nötig ist, dass ich ohne weitere Umstände zur Sache kommen kann. Und darüber freue ich mich, Manuela. Was wollt ihr von mir? Das, was ich immer von euch gewollt habe, seitdem ich euch zum ersten Mal erblickt habe. Ich will euch heiraten. Wenn ich mich in einer anderen Lage befände, dann würde ich euch hinauswerfen. Kommt euch das denn nicht selbst lächerlich vor? Ich habe gedacht, dass ihr meinen Wunsch ganz natürlich findet, wenn ihr bedenkt, dass euer Vater mein Gefangener ist. Seid ihr etwa hergekommen, um mich vor die Alternative zu stellen? Entweder ich heirate euch oder ihr lasst meinen Vater töten? Natürlich, ich begreife euren seelischen Zustand, in dem ihr euch befindet. Aber in all meinen persönlichen Angelegenheiten bin ich von jeher sehr offen gewesen. Die Menschen hier auf unserer Insel lieben meinen Vater. Und viele wären bereit, für ihn zu sterben. Ich würde schon eine befriedigende Antwort für das Volk finden, glaubt mir das. Mein Vater würde sich lieber töten lassen, als mit ansehen zu müssen, wie ich ein Ungeheuer wie euch heirate. Ich will zugeben, dass an eurer Behauptung etwas Wahres ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr bereit seid, ihn dieses Opfer bringen zu lassen. Dass er sein Leben hingibt für euch. Nein, ich bin überzeugt, dass ihr das nicht wollt. Aber ich bestehe im Augenblick nicht auf eine Antwort von euch. Ich werde euch Zeit zum Nachdenken lassen. Ich erwarte dann eure Antwort morgen früh. Oh. Ihr dürft nicht weinen, Manuela. Ich werde heute Nacht noch nach Nueva Esperanza reisen und werde dort mit dem schwarzen Piraten sprechen. Ich habe mich mit euren Leuten unterhalten und es besteht für mich kein Zweifel darüber, dass sie euch aufrichtig verehren. Außerdem habt ihr eine verdienstvolle Arbeit bei der Verwaltung der Insel geleistet. Das muss ich anerkennen. Danke, Exzellenz. Und ich werde es nicht versäumen, persönlich seine Majestät davon in Kenntnis zu setzen. Vielleicht wird es sogar möglich sein, den bestehenden Zustand zu legalisieren, und zwar unter dem Schutz der Krone Spaniens. Rosita. Entschuldigt, Exzellenz. Rosita, warum seid ihr hergekommen? Was ist geschehen? Romero hat die Herrschaft an sich gerissen und den Gouverneur verhaftet. Er hat Don Pedro in das Verlies werfen lassen und verlangt von meiner Herrin Manuela, dass sie ihn heiratet. Wenn sie das nicht tut, wird er ihren Vater umbringen. Und sag mir, was hat er mit Manuela gemacht? Er hält sie im Schloss gefangen. Habt ihr gesagt, dass dieser Romero in San Salvador widerrechtlich die Macht an sich gerissen hat? Ja, zunächst vertritt er nur den Gouverneur, aber wenn er Don Pedros Tochter heiratet, dann bekommt er freie Hand. San Salvador ist Kronbesitz seit Jahrhunderten. Niemand kann sich anmaßen, dort zu regieren, wenn ihm dieses Amt nicht vom spanischen Thron verliehen worden ist. Ich bitte euch herzlich, ihr müsst so schnell wie es möglich ist nach San Salvador segeln. Don Pedro und Manuela sind in großer Gefahr. Bewaffnet und bemannt das Schiff seiner Exzellenz. Wir werden auch dieses Schiff nötig brauchen. Jawohl, Signore. Macht euch keine Sorgen. Es wird Romero nicht gelingen, seinen Plan zu verwirklichen. Kommt, wir werden euch auf der Unbesiegbaren nach San Salvador zurückbringen. Bitte. In völliger Übereinstimmung mit dem Beschluss, der in der eben hier beendeten Sitzung gefasst worden ist, darf ich allen hier Anwesenden bekannt geben, dass mit sofortigem Beginn die Regierungsgewalt über diese Insel in meinen Händen liegt. Ich freue mich außerordentlich, euch mitteilen zu können, dass dem Wunsche Don Pedros entsprechend, des Mannes, unter dem ich viele Jahre meines Lebens dienen durfte, seine Tochter Manuela und ich den Entschluss gefasst haben, die Ehe miteinander einzugehen. Ich glaube, es wird nicht so leicht sein, Kapitän. Romero ist mächtig. Und regiert mit eiserner Hand über die Insel. Nun, mein Freund, was das Eisen anbelangt, davon haben wir auch genug. Signalisiere sofort Don Felipes Schiff, dass wir auf das Schloss zuhalten. Zu Befehl. So, Leute, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir unser Handwerk verstehen oder ob wir es verlernt haben. Mhm. Ja. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celae terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Jesum Christum. Manuela bedenkt, dass die nächsten Minuten über das Schicksal eures Vaters entscheiden werden. Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine. Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt.
Qui proptenos hominis est proptenos tram salutem descendendit decennis. Der schwarze Pirat ist da. Er beschießt das Schloss von den Schiffen. Bringt sie in ihre Gemächer. Ja. Ihr müsst jedes Mittel einsetzen, um mir diesen Mann vom Halse zu halten. Hier rum hier. Seht ihr denn nicht, dass die Schiffe in Schussweite sind? Worauf wartet ihr denn? Eröffnet das Feuer! Ja, Senor. Feuer! Nicht Maul auf Feuer! Ich werde euch alle aufhängen lassen! Los, schieß schon! Feuer! Gelingt, bis hier aufzukommen, sind wir verloren. Nein, das sind wir nicht. Es gibt ein Mittel, ihn aufzuhalten. Folgt mir. Stürmt die Mauern! Stürmt die Mauern!
Wo wollt ihr mich hinbringen? Ihr sollt mitkommen. Gordon! Gordon! Luana! Luana! Mein Gott! Gordon! Gordon! Pass auf! Manuela, Romero und Tortuga, sie haben sie weggeschafft. Ich hab's gesehen. Nicht sprechen, Luana, sprich jetzt nicht. Sie ist in Gefahr. Sie werden sie töten. Ihr müsst sie retten. Wahrscheinlich werden sie Manuela auf das Schiff gebracht haben, das in dieser Bucht versteckt liegt. Wenn es uns nicht rechtzeitig gelingt, das zu verhindern, dann werden Romero und Tortuga in der Lage sein, Segel zu setzen und in See zu stechen. Und wir werden nicht einmal wissen, welchen Kurs sie genommen haben. Luana! Luana. Gordon, ihr müsst sie retten, denn sie liebt euch. Sie liebt euch. Sie liebt euch. Fast so, wie ich euch geliebt habe. Wir können kein Feuergefecht beginnen, weil sie Manuela auf das Schiff gebracht haben. Deshalb werde ich versuchen, ob ich nicht irgendwie heimlich an Bord kommen kann. Das Einzige, was noch möglich ist. Bringe deine Leute sofort auf die andere Seite des Felsens und halte dich bereit, auf ein Zeichen von mir einzugreifen. Zu Befehl, Signore. Kommt, Männer! Ich muss dir sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, ob du mit dem schwarzen Piraten eine Rechnung zu begleichen hast. Mich interessiert einzig und allein, ob es mir gelingt, meine Stellung zurückzugewinnen. Als Gouverneur von San Salvador. Und ich bin nicht interessiert an dem Geplänkel, das ihr mit der Tochter des Gouverneurs habt. Vergesst bitte nicht, dass wir sie nur aus einem Grund an Bord genommen haben. Nämlich, wenn das Mädchen hier ist, wird es der schwarze Pirat nicht wagen, seine Kanonen gegen uns einzusetzen. Dein Verhalten gefällt mir nicht so ganz, Tortuga. Hättest du auf mich gehört, dann wären wir schon weit weg. Natürlich, dann hätte Gordon uns schon längst angegriffen. Vergiss nicht, dass er zwei gut bewaffnete Schiffe hat. Und ich habe nur ein paar Mann zur Verfügung, die sich noch dazu in einem üblen Zustand befinden. Schön, wenn das so ist. Was schlägst du vor? Wir werden hier so lange bleiben, bis es dunkel ist. Dann werden wir Segel setzen und auslaufen. Und dann werden wir ohne jeden Umweg zu meinem Schlupfwinkel segeln. Und dort werden wir dann weitere Männer für einen Angriff auf San Salvador anheuern. Und wenn dir dieser Angriff gelingt, was ist dann? In diesem Fall werde ich dann alle Karten in der Hand haben, so wie das euch bisher vergönnt war. Und ihr, mein lieber Freund Romero, ihr könnt euch dann am Töchterchen schadlos halten. Haben wir uns richtig verstanden, Romero? Natürlich haben wir das. Sie volllaufen lassen.
Unglaublich, aber er hat's geschafft. Manuela! Manuela! Gordon! Gordon! Ich hab gewusst, dass ihr kommen würdet. Manuela, ist dir nichts geschehen? Nein, aber ich habe solche Angst. Das braucht ihr jetzt nicht mehr. Ich bin ja bei euch. Gordon! Gordon! Großer Gott, beschütze ihn. Ebenso wie ihr. Wer bietet mir denn was zu trinken an? Der schwarze Pirat! Gib Alarm! Fasst ihn! Vorwärts! Greift ihn! Werft ihn ins Meer! Guten Tag! Vorwärts, Männer! Wir schwimmen zum Schiff! Wo ist euer Kapitän? Geht und sagt ihm, dass ich hier bin. Seine letzte Stunde hat geschlagen. Der schwarze Pirat ist da. Jetzt werde ich ihm zeigen. Willkommen, verehrte Signori. Nun los, greift ihn. Hört, Männer, lichtet den Anker. Setzt alle Segel, wir stechen in See. Was soll das, Tortuga? Du lässt dir dein Schiff von einem einzigen Mann entreißen? Was bist du eigentlich für ein Kapitän? Ergreift ihn! Ins Meer mit ihm! Soll ich euch erst mal Beine machen, ihr verflixten Feiglinge? Vorwärts! Vielen Dank! Da hast du! Schnell, schneller, schnell, Leute, ehe sie uns entkommen. Kommt, Männer, kommt schnell. Wir haben es gleich geschafft. Es sind nur noch ein paar Meter. Ich helfe mir, Widerstand entgegenzusetzen. Lass mich! Kommt jetzt! Jetzt hat eine Stunde geschlagen, Tortuga! Nun komm, du Alunke! Yeah.
Kapitän! Kapitän, kommt hierher! Gordon! Gordon! Bleib zurück! Niemand darf sich rühren, sonst werden wir alle zusammen zur Hölle fahren! Die Lage hat sich jetzt ganz entscheidend geändert, nicht wahr, mein Freund? Jetzt seid ihr in meiner Hand. Du kannst jetzt nicht mehr viel für sie tun, Gordon. Du kannst doch für dich und für deine Männer nicht mehr viel tun, die hier an Bord sind. Ich werde euch alle in die Luft jagen, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Und was soll ich tun? Ich verlange, dass ihr alle das Schiff verlasst. Und wenn ihr mir zu folgen versucht, dann werde ich diese Frau auf der Stelle töten. Da ihr euch nicht entscheiden könnt, habe ich die Zündschnur angezündet. In wenigen Sekunden werden wir in die Luft fliegen. Was seid ihr nur für Männer? Was seid ihr für erbärmliche Waschlappen? Lasst euch von einem hergelaufenen Banditen in den Tod schicken. Wollt ihr alle sterben, nur weil er so dickköpfig ist? Weil es ihm vollkommen gleichgültig ist, ob ihr draufgeht oder nicht draufgeht? Schafft euch doch diesen Mann vom Halse und werft ihn über Bord. Rette dich, Gordon, schnell! Rette auch deine Männer! Die Zündschnur ist in wenigen Augenblicken abgebrannt. Nein. Entscheidet euch, bevor es zu spät ist, sonst werdet ihr alle zur Hölle fahren. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Glück. Erlaubt mir, an eurer Freude teilzunehmen. Als besondere Überraschung bringe ich euch ein Festgeschenk meines Herrn des Königs von Spanien. Als ganz besondere Anerkennung eurer Verdienste für die Allgemeinheit gebe ich euch bekannt, dass von sofort an alle gegen euch erhobenen Beschuldigungen vergessen sein sollen. Ihr erhaltet hiermit die Erlaubnis, auf der Insel Nueva Esperanza euer Volk weiter zu regieren unter dem Schutz der Krone.